In der Studioproduktion Film VFX drehen wir dieses Semester einen Film namens Zwischen Mehl und Milch. Ich bin in der Produktion VFX Artist. Das bedeutet, ich kriege einen Shot zugeteilt, also einen kleinen Ausschnitt aus dem Film und bin dann dafür verantwortlich, dass das, was in diesem Shot passieren soll, auf digitaler Ebene auch passiert. Ja, also ich mache aktuell bei der Studioproduktion den Camera Operator. Das heißt, ich bin letztendlich der, der die Kamera bedient. Und ich wollte es unbedingt machen, weil ich halt Kameraarbeit sehr, sehr mag. Und das halt eben die ideale Position ist, um wirklich direkt die Kamera zu bedienen und kennenzulernen. Ich finde, AM unterscheidet sich dadurch, dass es eben sehr, sehr praktisch ist. Man hat irgendwie sehr viel Equipment, sehr viel Einrichtungen, die Studios und auch Vorlesungen, wo man wirklich praktisch viel lernen kann. Und halt auch vor allem das Technische dahinter und auch die grundlegenden Basics lernt man eben sehr gut. Die Tonstubro macht in meinen Augen besonders, dass wir so viele unterschiedliche Produktionen machen und gleichzeitig die Chance haben, auch in alle anderen Stubros reinzufühlen, weil wir Ton für die machen. Und dadurch ist es sehr, sehr vielfältig und man kann sich in der Studioproduktion auch sehr in gewisse Bereiche vertiefen und sich seine Lieblingsbereiche raussuchen. Und wir haben von eigenen Bandproduktionen bis zu Filmvertonungen und Hörbüchern alles bei uns. Und natürlich gibt es einzelne Positionen in den speziellen Produktionen. Da wir aber nicht nur eine große machen, kann jeder jede Position auskleiden. Und ich finde, das macht es auch aus. Also ich mache dieses Semester die Studioproduktion Interaktive Medien. Es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Projekte jedes Semester und da ist alles dabei, von Games über interaktive Filme bis Websites und irgendwelche Apps. Und ich mache ein Virtual Reality Game und das macht für mich auch die Studioproduktion interaktive Medien aus, dass man wirklich sehr frei ist und sehr selbstständig arbeiten kann. Ich kann bei Computeranimation alles darstellen, egal ob es jetzt fotorealistisch sein soll oder komplett surreal. Und der Oscar soll ein bisschen das Maskottchen von AM werden und soll so ein bisschen diesen AM-Spirit, so diese Begeisterung zur Technik und zum kreativen Arbeiten, die wir als Studenten teilen, ein bisschen rüberbringen. Ich habe mich für die Studioproduktion Event Media entschieden, weil ich finde, dass es alle Aspekte des Studiengangs miteinander vereint. Man hat sowohl Ton, man hat Programmierung, Film, Videoinhalte, Bildmaterial. Und dadurch kann man eine große Rauminstallation schaffen, die alles miteinander verbindet. Ich würde sagen, die Arbeit in der Studioproduktion unterscheidet sich vom Rest des Studiums dadurch, dass man in einem großen Team zusammenarbeitet und dass man sehr stark an die realen Umstände herangeführt wird. Ich glaube, es ist auch wichtig und das wird auch definitiv der Fall sein, weil man es nie perfekt hinkriegt, auch ein bisschen zu zeigen, wie man es nicht machen soll. Also der Klassiker, dass man sich das anguckt und denkt so, oh nee, so machen wir es lieber nicht und dann macht man am Ende was anderes falsch. Aber ich glaube, das ist für so nachfolgende Stupos immer total wichtig zu wissen irgendwie, was funktioniert und was nicht. Man wird eben ins kalte Wasser geschmissen, aber ich bereue es nicht. Also es macht so viel Spaß, sich da auch durchzukämpfen und ja, einfach selber zu machen. Es ist einfach, die praktische Erfahrung ist unerlässlich. Oh, ne. Sowas hat man einfach bei einer Klausur nicht. Man kann sich ganz anders ausdrücken, kreativ sein und Spaß haben.